Und jetzt kommen wir zu unserem Power-Workout für die Ambitionierten unter euch. Wir haben dieses Workout in drei gesplittet. Einmal der Oberkörper, dann kommen wir zu den Beinen und am Ende haben wir noch Übungen für den Rumpf. Für jede Körperregion haben wir drei Übungen und jeweils 10 Wiederholungen pro Übung. Wir starten mit den klassischen Liegestützen. Hier ist es wichtig, dass ihr eine Körperspannung habt, der Rücken gerade ist und kontrolliert nach unten geht. Als nächstes kommen wir zum Rudern. Hier ist es auch wichtig, dass der Körper ganz gerade ist, der Po nicht nach unten absackt und ihr die Brust ganz an die Stange ranzieht. Bei den Dips müsst ihr darauf achten, dass wir die komplette Bewegung des Ellbogens ausnutzen. Also versucht, die Ellbogen so weit wie möglich anzuwinkeln. Nun kommen wir zu den Beinen. Auch hier haben wir jeweils 3 Übungen. Und in diesen 3 Übungen machen wir auch 3 Sets mit jeweils 10 Wiederholungen. Wir starten mit Air Squats. Hier ist es auch wichtig, dass ihr Stabilität in den Knien und im Rumpf habt und die volle Bewegung ausnutzt. Zu den Jump Squats kommen wir als nächstes. Hier ist es wichtig, dass ihr weich landet und auf eure Knie achtet. Als letztes kommen die Power Lunges. Auch hier wollen wir mit Elan in die vordere Bewegung gehen und das Knie so weit wie möglich nach oben ziehen. Und das Beste kommt natürlich zum Schluss. Wir enden mit unserem Rumpf. Auch hier haben wir wieder 3 Übungen für euch mit jeweils 10 Wiederholungen, a 3 Sets. Wir starten mit der klassischen Plank. Hier 10 Sekunden in eurem Kopf zählen und nicht schummeln. Als nächstes kommen wir in den Russian Twist. Hier ist es wichtig, dass eure Beine gerade bleiben und stabil und ihr so weit wie möglich euch zur Seite rotiert. Lasst euch bei den Leg Raises ruhig Zeit. Je langsamer ihr die Übung ausführt, desto anstrengender wird es. Jetzt seid ihr dran. Für weitere Fitnessübungen und die passenden Outfits dazu geht auf sport2000.de.